Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Psalm 149, Vers 4 und 5 heißt es, denn der Herr ist freundlich zu seinem Volk. Er erhöht die Erniedrigten durch seine Hilfe. Alle, die zum Herrn gehören, sollen jubeln, weil er sie zu Ehren gebracht hat. Sie sollen vor Freude singen, auch in der Nacht. Haha, ist das nicht ein wunderbares Bild? Menschen, die zu Gottes Familie gehören und sogar nachts im Bett vor Freude singen. Das ist ein Bild von Zuhause sein oder von Weihnachten oder Ostern oder vom begeisternden Pfingsten, was wir ja gerade gehabt haben. Alle sind zusammen und alle sind glücklich. Manchmal mache ich das so, dass ich nachts, wenn ich nach Hause komme, nochmal so durch alle Zimmer gehe und dann gucke ich sie mir alle an, wie sie da selig und glücklich schlafen. Denn diese Vorstellung vom glücklich lächelnden Schlafenden erinnert mich auch an den letzten Teil von Psalm 145, Vers 5. Dieses Bild, der glücklich im Herrn Schlafenden singt. Das singt und klingt in der Seele nach. Die Freude der Schlafenden ist eine Freude, die in der Ruhe eingebettet ist. Und diese Freude, die wir bekommen, wenn wir im Herrn ruhen, hat nichts Langweiliges, Bewegungsloses an sich, sondern sie ist dynamisch und aktiv. Aber eben ohne, dass wir etwas dazu tun können. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Bauern, der seine Saat aussät. So geht er nach Hause, legt sich nachts schlafen, steht morgens wieder auf und das viele Tage lang. Inzwischen geht die Saat auf und wächst. Der Bauer weiß nicht, wie. Ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und Frucht bringen, heißt es in Markus 4, Vers 27 und 28. Das steht natürlich unserer schnelllebigen Zeit und unserer leistungsorientierten Gesellschaft total entgegen. Manchmal machen wir einen Bogen um die Ruhe, weil wir befürchten, dass wir in dieser Zeit etwas versäumen können. Entscheidung und Konzentration bedeuten aber eben auch, dass wir ein paar Dinge tatsächlich verpassen werden. Aber das ist nicht schlimm. Das zeigen auch immer wieder die Bilder meines lieben Freundes Johannes Schreiter, der reduziert auf das Wesentliche, als ein Minimalist sozusagen, die Ruhe abbildet. Sie sind bei aller Konzentration auf das Wesentliche. Die Nähe zur Radikalität der Minimal Art ist dabei immer spürbar, in ihrer Strenge doch nie starr, kühl oder schematisch leblos. Sondern im Gegenteil, die Bilder von Johannes Schreiter wirken sehr fröhlich und lebendig in einer großen Tiefe bis hin zu humorvoll satirisch sogar. Was das Glasbild »This Space is on Loan at the Museum of Meditative Art in Babylon West« zeigt. Und wenn ich mal in Japan bin eines Tages, dann muss ich mir das unbedingt mal anschauen. Also wenn du gerade nach Japan fährst, dann sag mir Bescheid. Aber es ist schon ein Geheimnis, dass Gott vor allem dann sein größtes Werk an uns tun kann, wenn wir nichts tun. Dieses Geheimnis ist so groß und wird so torpediert, dass selbst wenn wir meinen, dass wir bereits einiges über die Bedeutung von Ruhe wüssten, wir doch immer wieder überrascht werden, wie viel Unruhe doch noch in uns drin ist, eben geboren aus der Angst und dergleichen mehr. Damit die Freude in uns lebendig bleiben kann, müssen wir uns mehr Ruhe gönnen, als wir vielleicht denken. Das heißt nicht, dass wir unbedingt quantitativ mehr oder länger ruhen müssen, auch wenn das durchaus angenehm wäre, aber wir müssen häufiger innehalten. Und das ist sicher eine Herausforderung in manchem stressigen Job oder wenn einem ein Abgabetermin für ein Fenster, ein Buch, eine Arbeit oder was auch immer im Nacken sitzt. Es ist aber tatsächlich ja so, dass 5 oder 10 Minuten Ruhe mitten im Arbeiten, die ich unbedingt erledigen will oder muss, die Freude neu beleben können. Und der Energieschub für die weitere Arbeit ist enorm. Das nennt man dann einen kontemplativen Lebensstil.
Aber selbst wenn wir uns im Grunde genommen danach sehnen, sind wir zu hektisch, zu getrieben, zu ungeduldig, um abzuschalten und die Erfrischung einer Pause zu genießen. In der Bibel sind Freude und Ruhe ganz eng miteinander verbunden und das eine braucht und fördert das andere. Durch den Propheten Jesaja lässt uns der Herr zu diesem Thema sagen: Achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht. Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren und ihr könnt den Ertrag des Landes genießen. So steht es in Jesaja 58, Vers 13 und 14 geschrieben. Ruhe und Freude und die Ergebnisse daraus können sich sehen lassen. Dass euch das in irgendeiner Form voranbringt und in euren Gedanken Neues anstößt, das wünsche ich euch von ganzem Herzen und bin gespannt, wie die Freude sich in eurem Leben in dieser nächsten Woche Bahn brechen wird. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.